herzlich willkommen bei velvetcloud.com oder jetzt Velvet Cloud. Ich konnte bei Google irgendwie meinen Namen umbenennen. Die haben schon wieder komplett umgebaut in der Übersicht und ich weiß jetzt gar nicht, wie mein Kanal angezeigt wird. Müsste ich vielleicht irgendwie mich mal ausloggen und mal einfach so ansteuern den Kanal. Steht da jetzt Velvet Cloud, steht weiterhin velvetcloud.com. Damals konnte ich Velvet Cloud nicht wählen, weil man bestimmte Buchstaben, also kein Leerschritt und und. Jetzt konnte ich das. Das haben sie umgemodelt. Vielleicht werden meine nächsten Begrüßungen herzlich willkommen bei Velvet Cloud lauten. Das würde mir dann auch ein bisschen besser passen, denn velvetcloud.com habe ich noch nie wirklich geheißen, sondern das ist praktisch meine Domain. Ich habe hier von Golden Greek wieder ein bisschen was Neues bekommen, habe ein bisschen ein Taster-Update praktisch, schönes Brass-Teleskop, aber es wird heute um die philippinischen Mods gehen und zwar als erstes in der Reihe um den Trident, das heißt um den Dual-Coil-Wickler, den ich schon mal im ersten Kurzvideo gezeigt hatte. Dann kommt sicherlich ein Video über den Private Version 2 und dann auch über den M16 oder umgekehrt. Das muss ich einfach mal sehen. Im Moment dampfe ich beide zur selben Zeit und ich muss sagen, machen mich schon an die Teile. Klein, kompakt, schwer, gut verarbeitet. Bis jetzt habe ich da keine Probleme mit gehabt. Gefällt mir sehr gut. Sehr geringer Voltdrop. Schönes Stück dafür, dass es von den Philippinen kommt. Und das könnte sich jetzt ein bisschen negativ anhören, aber vielleicht geht man immer so ein bisschen davon aus, dass da die Technik nicht ganz so gut ist. Ich würde sagen, das ist super. Ich hatte vorher mal ein bisschen was gesehen, was nicht so gut war. Das hier ist auf jeden Fall Spitzenqualität und ich gehe mal direkt in die Detailansicht, um euch den Trident ein bisschen zu zeigen. Und ich werde eine neue Silica ausprobieren. Ich teste ja im Moment ganz nett neue Sachen. Ich habe ja hier die User hat gesagt, das könnten Bambusfäden sein, also Bambuswolle, wie auch immer. Keine Ahnung, beim misslungenen Dreiburn hat es ja ein bisschen nach verbrannten Wald gerochen und ich bin der Meinung, wenn ich jetzt irgendwie Baumwolle oder was ein bisschen mal angesenkt hatte oder eine Jeans, das hat ein bisschen anders gerochen. Ich weiß leider Gottes immer noch nicht genau, was das ist, aber ich kann schon mal eine kleine Rückmeldung geben. Ich habe hier jetzt die Wicklung zwar noch drinne, habe hier jetzt gerade einen BT, den habe ich auf 2 mm aufgebohrt. Den Trend gibt das im Moment auf Facebook, es machen ganz viele, um den BT auf Lunge direkt ziehen zu können. Und die meisten mögen genauso wie ich anscheinend den hohen Widerstand beim Zug nicht. Das macht schon ganz schön Spaß, wobei ich glaube ich eher bei den Pinoy-Tröpflern den Lungenzug bevorzugen werde. Mal gucken, ob ich das auch bei anderen Geräten mache. Bei Golden Greek geht es leider nicht. Man kriegt die Löcher nicht größer. Ich mache es zwischendurch hin und wieder mal, aber ist schon ein anderes Gefühl. Mit dem aufgebohrten BT ist das jetzt schon mal ganz schön. Da kann das sein, dass das Loch noch mal größer als 2 mm wird. Aber was ich sagen wollte ist, die Wicklung hier drauf ist hinüber und sie hat im Endeffekt 3 volle Tanks gelangt. Ich bin mir nicht ganz sicher, eine Silica, die ich sonst benutze oder die Wolf-Silica, die ich verwende, da bin ich der Meinung, komme ich mit 1 bis 2 Tanks länger hin, bis die Wicklung wirklich weniger Dampf rausschmeißt. Und ich habe schon mal mit einer Lupe drauf geguckt, leichte Sehschwäche, aber die ist oben komplett dicht, die ist schwarz und ich habe auch das Gefühl, dass eventuell die Faser unter den Drähten schon ein bisschen gelitten hat und somit halt einfach der Liquidfluss nicht mehr hundertprozentig stimmt. Die muss ich neu machen.
Also habe ich zumindest das subjektive Gefühl, dass die Wicklung mit der Bio-Wick nicht so lange gehalten hat wie eine reine Silica. Den werde ich jetzt aber mit Silica wickeln und werde dann ganz bewusst darauf achten, ob er über die 3,5 bis 4 Tanks hinwegkommt mit dem guten Dampfen. Ich schalte mal um in die Detailansicht für den Trident. Ihr bekommt beim Trident diese drei Teile hier, wenn ihr ihn bestellt. Und das erste ist praktisch der Mantel und auch die Zugregulierung. Denn da habt ihr einmal ein Loch hier und direkt gegenüber noch ein zweites Loch. Dann gibt es die Top Cap mit dem zweiten Teil der Zugregulierung. Und da ist mir eben gerade beim ersten Drehversuch, das ist mir vorher nicht aufgefallen, es sind mehrere Löcher drin. Und zwar gibt es einmal ein großes Loch mit 2,1 mm. Das ist für den Single-Coil-Betrieb. Und dann gibt es einmal drei Löcher. Und auf der anderen Seite sollten es nochmal drei Löcher sein. Hier sind nur zwei und das eine ist schon mal an der falschen Stelle gebohrt worden. Denn hier auf der gegenüberliegenden Seite wäre schon mal gar kein Loch mehr. Und eigentlich müssten die drei hier längs gehen. Da noch eins und da noch eins. Und aufgefallen ist mir das vorher nicht, weil ich bis jetzt immer nur die großen Löcher zum Dampfen nehme und das bleibt auch bei der Einstellung. Ich bin sogar am Überlegen, mir hier bei dem großen für den Single-Coil-Betrieb auf der anderen Seite noch ein zweites zu bohren in derselben Größe mit 2,1, weil ich den, glaube ich, nie mit Single-Coil-Betrieb benutzen werde. Deswegen kann ich mir hier nochmal ein zweites reinbohren. Wobei man dann sehen kann, würde ich ihn nochmal im Single-Coil dann wickeln wollen, hätte ich dann natürlich auf der anderen Seite auch noch ein Loch offen und würde Nebenluft ziehen. Das wäre dann äußerst schlecht, da ich das aber nicht vorhab und ich den sehr leichten Zug hierbei mag. Ich warte ja noch auf den Cyclone, der hat 4 mm, würde mich das jetzt nicht weiter stören, hier noch ein zweites reinzubohren. Wobei das ohne Werkbank, ohne Standmaschine wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein wird, weil das Edelstahl ist. Das sollte ein bisschen heftiger sein. Man kann hier schön sehen, wenn man die Cap nachher aufsetzt. Ja, da müsste ich jetzt erstmal ein bisschen Liquid. Auch hier kann man sehen, die Ohrringe sind ein bisschen dick und ich habe einen Ohrring schon mal ganz rausgenommen. Und einen zweiten drinne gelassen, das zeige ich auch gleich nochmal bei der Base. Und ich finde es besser, wenn man den zweiten drinne lässt und den ersten rausnimmt, weil es dann einfach besser fittet. Hier ist praktisch die Base, auch hier habe ich den zweiten O-Ring entfernt. Und bei Alex im Video beim Vienna Vapor, der hat auch gesagt, dass die halt sehr straff sind. Und mir ist das zu straff gewesen, deswegen habe ich einen rausgenommen. Werde mir aber sicherlich nochmal etwas dünnere O-Ringe besorgen, damit ich dann zwei und zwei reinmachen kann. Wobei das sitzt mit dem einen eigentlich schon richtig gut. Wenn man jetzt die Luftsteuerung nicht ständig bewegt, könnte man jetzt auch die 2 und es einmal richtig fest zudrücken. Wäre nur schlecht, wenn man ihn mitnehmen würde und in der Tasche macht man doch mal die Luftregulierung zu, damit er nicht eventuell im Rest rauskommt. Man kann ihn auch trocken dampfen, aber das ist halt so eine Frage für sich. Mir ist es jetzt so erstmal ganz angenehm. Ich habe jetzt auch mir gerade Vaseline geholt. Ich werde vielleicht den zweiten Ring nochmal reinsetzen, ein bisschen Vaseline drauf und dann nochmal gucken, ob es besser fittet. Bei der Base ist es praktisch so. Das ist hier übrigens der Wickelsockel von Steampipes. Richtig klasse. Der ist richtig schön schwer. Ich glaube, das sind 180 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. Der liefert hier extrem gute Voraussetzungen, um mehr Coil zu wickeln. Die Base hat unten einen Kupferpin drinne, der leitet natürlich nochmal besser als Messingpin. Der sollte auch verstellbar sein. Ich musste allerdings bisher noch nichts verstellen. Dementsprechend ist er auch recht fest. Na, der ist jetzt optimal für mich eingestellt gewesen. Bis jetzt, da will ich jetzt mal nicht dran rumdrehen. Die Base hat drei Pole.
Der mittlere ist der Plus und die beiden äußeren, das sind die Minuspole und ist halt perfekt für Dual Coil. Ein hier und hier und ein hier und hier. Ich habe hier jetzt verwendet ein 0,4er Flachkantal und habe das Ganze gewickelt auf 0,7 Ohm jetzt. Verwenden tue ich eine High-Silica, die ist extrem treibbandfest und das ist ein 6 mm Strang. Das sieht jetzt nicht einfach nur in der Kamera so dick aus, sondern das ist tatsächlich so dick. Die Schrauben darunter von den Köpfen hier, die sind geschlitzt, das heißt, die gehen von oben bis nach unten wie so eine Gabel, also praktisch auch so wie hier zu sehen, nach unten gerade runter. Und man könnte die Köpfe abnehmen und die Kabel, die Drähte dann von oben runterschieben. Ich habe das einmal so gemacht, aber mittlerweile gefällt es mir besser, wenn ich sie nicht ganz abdrehe und dann die Drähte von der Seite durchschiebe. Da ist genug Platz, das klappt ganz gut. Auch bei dem mittleren Pol mit zwei Drähten ist das kein Problem. Die Silika, die habe ich jetzt auf jeder Seite einmal lang gelassen und auf einer Seite gekürzt. Und nachher werde ich sie so rüberlegen, so dass sich eine kleine Schlaufe bildet. Und im optimalsten Fall richte ich dann praktisch die Luftlöcher auf die Wicklung ein, aber auch so, dass die Glasfaser nicht die Löcher verdeckt, weil dann wird der Zug wieder erhöht, dann dampft das auch nicht richtig, das ist nicht so schön. Man nimmt die dann einfach so drüber, richtet dann praktisch die beiden großen Löcher auf die Wicklung aus. Jetzt kann man hier sehen, da treffe ich direkt auf die Wicklung und auf der anderen Seite auch und drücke dann praktisch nachher beim Aufsetzen der Kappe die Silika beidseitig so runter. Dazu mache ich sie allerdings auch ein bisschen feucht. Das ist jetzt mein allererster Test mit der 6 mm Silika und ich erwarte damit eigentlich sehr gute Ergebnisse. Die ist geflochten. Die dürfte einen extrem hohen Speicherwert haben und eine sehr gute Fließeigenschaft. So, ich tröpfel den jetzt nicht so richtig voll unten mit einem Puffer. Nimm dann praktisch die Kappe, guck mir die beiden Löcher, die gegenüberliegend sind, aus und setz sie von Anfang an eigentlich schon an der richtigen Stelle beim, hier kann man das sehen. Und drücke ihn dann einfach zu. Ich kann dann hier noch mal ein bisschen die Luftregulierung anpassen. Und achte darauf, dass beide Löcher schön frei sind. Das war es im Endeffekt. Das Wickeln habe ich jetzt nicht gezeigt. Das ist beim Dual Coil. Sage ich gleich nochmal ein, zwei Worte dazu, wie ich das gemacht habe. So, ich zeige euch nochmal eben die Ohmstärke. Das sind 0,7 Ohm. Weiter runter gehe ich auch eigentlich auch nicht wirklich. Nochmal zur Erinnerung, ich benutze Kenyon-Zellen. Das sind Sony Ultra High Drain Zellen. Die können 30 Ampere ab. Das heißt, die würden eventuell auch einen leichten Fehlerfall abfangen. Und sie sind aus IMR. Also sie sind IMR-Zellen. Das ist Mangan. Und also Lithium-Mangan und würden im Fehlerfall nicht eine so hohe chemische Reaktion hervorrufen wie jetzt
normale Zellen, Lithium-Ionen-Zellen, die reagieren halt von der Chemie hier nicht richtig. Ich werde sicherlich irgendwie demnächst nochmal ein Akku-Video machen. Nick Grim Green hat am Wochenende den Tröpfler von Chris Creations vorgestellt, 14500er, und hat heute nochmal ein Video nachgelegt, wo er nochmal auf Niederohmdampfen eingeht und den Fehlerfall eventuell, wenn was passieren könnte, dass man vorsichtig sein soll. Das hat er in dem Hauptvideo nicht gemacht, da gab es wohl sehr viel Rückmeldung. Nach wie vor stehen wir ja immer wieder unter Beobachtung. Gibt sicherlich den einen oder anderen, der darauf wartet, dass irgendwas passiert, damit sie uns eventuell ein bisschen an die Karre pinkeln können. Insofern nicht nur deswegen, sondern einfach auch zum Schutz und zu eurer eigenen Sicherheit. Überlegt euch, was ihr macht, wenn ihr mit Niederohm runtergeht, unter 1 Ohm, habt das richtige Equipment dafür, ansonsten kann da was schieflaufen, das wäre dann einfach nicht schön. Was ich im Video gar nicht erwähnt hatte, hier ist noch eine schöne Gravur drauf, da steht Grand Vapor drauf. Komm mit meiner neuen Kameraeinstellung, komme ich noch nicht so richtig zurecht, da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was machen. Da ist einmal das Grand Vapor Logo und dann Grand Vapor ausgeschrieben. Das ist so eine typische philippinische Lasergravur. Ich selbst mag die ja nicht ganz so gern wie wirklich tiefe Gravuren. Da hat aber der M16 zum Beispiel gleich schon mal eine andere, die werde ich aber auch in dem M16-Video noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Das ist allerdings keine Fräsarbeit, sondern, soweit ich gehört habe, eine Ätzarbeit. Da werde ich mich vielleicht noch mal ein bisschen schlau machen. Werde noch mal kurz zeigen, wie die beiden schön gleichmäßig glühen. Und das sollte es auch, wenn ihr eure Wicklung fertig habt, dann solltet ihr zumindest noch mal gucken, ob die auch wirklich beide schön gleichmäßig anspringen. Ansonsten habt ihr einen größeren und einen kleineren Widerstand und insofern dann auf einer Seite mehr Leistung. So, wirklich schade. Irgendwie, ich weiß, warum ich die letzten Tage keine Videos gemacht habe. Ich habe unheimlich viel hier liegen. Es kommt noch das Heiko-Drip-Tipp-Video von Vape Labs. Dann habe ich noch die Drip-Tipps aus den Philippinen hier. Ich habe noch die Videos von den BTs zu machen. Den BT-Sockel, den hatte ich eben ja schon einmal kurz gezeigt. Der ist einfach Hammer. Ich habe ja hier noch die normalen Stands. Aber die sind tatsächlich eher, um die Verdampfer abzustellen und dann schön aufzubauen. Davon habe ich ja ein Video gemacht. Aber das Massive, wenn der jetzt auf den Tisch geknallt wäre, auf den Glastisch, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Man kann auch schön unten zugreifen. Da gibt das ein paar mehr Möglichkeiten als halt mit diesen sehr kleinen, schnicken Teilen. Hat man nur, die gehen die natürlich auch, aber das ist schon ein bisschen besser. Ich werde Ihnen sicherlich nochmal im BT-Video zeigen, was ich machen werde. Was eben passiert ist, ich habe den Autofokus wieder einschalten wollen und habe dabei auf Stopp gedrückt und habe dann fröhliche 10 Minuten weitergeredet. Wie ich es dann gemerkt habe, die Outtakes hätte ich euch gerne gezeigt, aber auch für Outtakes muss die Kamera laufen, ansonsten gibt es keine Outtakes. Ich habe ordentlich geflucht. Da hätte sich jetzt auch der Nachbar noch eine Scheibe von abschneiden können. Gut, okay. Trident, zweimal, also Dual Coil. Ich bin echt unkonzentriert. Vielleicht erzähle ich mal, woran das liegt, aber das will ich jetzt nicht auch noch in dem Video unterbringen. Dual Coil 0,7 Ohm, das heißt zweimal 1,4 Ohm gewickelt. Wenn ich eine Dual Coil Wicklung machen will, dann messe ich mir einen Strang ab, schneide mir dann eine zweite
ein zweites Stück Draht ab in der genau derselben Länge, dann habe ich auf jeden Fall zweimal denselben Widerstand. Und beim Wickeln muss man halt ein bisschen drauf achten, eventuell muss man zweimal ansetzen, dass halt die beiden Stücke, die zur Schraube führen, auch möglichst gleich lang sind, und zwar alle vier Enden, nämlich von den zweimal gewickelten Widerständen. Wenn ich die nämlich unterschiedlich lang habe und ich knips sie dann ab, dann habe ich auch eventuell auf der einen Seite einen kleineren Widerstand als auf der anderen Seite. Dann wird die Wicklung halt einfach nicht wirklich viel Spaß machen. Sie wird zwar sicherlich funktionieren, aber man wird eventuell immer so einen leichten Unterton von Kokeln vielleicht haben, weil die eine Seite eventuell nicht so toll ist oder man hat einfach nicht die optimale Dampfausbeute. Ich habe den jetzt eben noch mal schnell getröpfelt, hatte ihn ja schon zusammengebaut in der Zeit, wo meine Kamera nicht lief. Wollen wir mal gucken. Ich bin mit der Silikat wirklich gespannt. Ich hatte eben schon mal ein bisschen gedampft. Das ist in Ordnung. Ich dampfe hier ein 60-40, 60 VG, 40 PG, kein Wasser. Zum Tröpfeln ist das für mich optimal. Ob diese Mischung auch in den Tanks gut läuft, das wird sich noch zeigen. Das werde ich noch ausprobieren. Und ich habe hier jetzt noch einmal Flachdraht verwendet, werde aber nochmal wieder mit Runddraht das Ganze probieren, denn auch bei dem Flachdraht ist es so, dass man ein bisschen vorpushen muss. Er muss auch ein bisschen Vorwärme haben, genauso wie der 28er Runddraht. Auch da ist es immer, dass man ein bisschen mehr Feuer geben muss. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen angewöhnt, vorher ein bisschen drauf zu drücken. Allerdings, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Drähten dampft, dann ist das bei einem dünnen Runddraht schon mal wieder ein bisschen blöde, wenn man zu lange vorfeuert. Und ich verwende hier auf jeden Fall die Lungenzuchttechnik, denn die ist die einzige, womit man die Pinoy-Tröpfler mit den großen Luftlöchern auch anständig bedienen kann. Das andere macht nicht wirklich Spaß und die sind im Endeffekt auch von den Philippinen so mehr oder weniger entwickelt worden, denn die haben anscheinend viel mehr Ambition, den direkten Lungenzucht zu nehmen und haben dementsprechend ihre Dampfgeräte auch in diese Richtung angepasst. Es ist für mich immer wieder interessant zu sehen, wie sich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Dampfgewohnheiten und besonders die Hobby-Dampfgewohnheiten entwickeln, denn das, was wir hier machen, das ist nicht das ganz normale, ich ersetze meine Zigarette mit dem Dampfen, sondern ich gehe da drinnen auf und experimentiere damit rum. Und nur durch das Experimentieren kommt man dann im Endeffekt auf diese Sachen. Man muss das nicht machen, um von der Zigarette loszukommen, und man muss sich nicht mit diesem ganzen ohmschen Gesetz und auseinandersetzen und welchen Draht und welche Silika. Da reicht im Endeffekt auch ein einfaches Gerät für. Aber mein Kanal ist zwar auch viel für Anfänger und ich hoffe, dass ich viele Anfänger erreichen kann, aber in erster Linie ist es, dass ich doch mehr oder weniger zeigen möchte, wie sich mein Hobby für mich entwickelt und was dabei entsteht, denn auch der Mod von mir ist nicht wirklich für Anfänger so gedacht, obwohl ich jetzt schon zwei Jungdampfer oder noch nicht allzu langen Dampfer im Kundenkreis habe, also im Kreis dessen, die unbedingt einen Congestus haben wollen. Ich hoffe, die werden damit auch glücklich werden. Die 6mm Silica, jetzt merke ich so ein bisschen, der Geschmack fängt an ein bisschen dünner zu werden, dann weiß ich auch, an der Stelle muss ich einfach nachtröpfeln, aber sie scheint auf jeden Fall so viel Liquid zu fassen, wie ich mir das erhofft hatte. Ich komme hier mal so auf 15, 16, 17 Tropfen, die ich da reintropfe, dann warte ich immer mal ein bisschen, bis es dann den Drip-Tip runtergelaufen ist und bei dem langen Drip-Tip ist das dann auch kein Wunder, das dauert einen Augenblick, bis das bei der Silica ankommt.
Ist auf Anhieb geschmacksneutral, also im Endeffekt kann ich euch wirklich nur empfehlen, mit einem Gasbrenner die Silica auch wirklich schön einmal durchzubrennen. Es lohnt sich einfach. Man hat von Anfang an einen sehr guten Geschmack und bei manchen Silikats bleibt dieser Nebengeschmack auch ein bisschen länger erhalten. Das sollte man sich einfach nicht antun, wenn 3 Sekunden, 4 Sekunden Zeit etwas ersparen kann, dann lohnt sich das schon, dann sollte man das auch machen. Pinoy-Style macht mir richtig Spaß, ist richtig klasse. Auf kleinem Raum viel wickeln, das habe ich sowieso immer schon gemacht beim Hochvoltdampfen. Ich werde die eventuell auch nochmal im Hochvoltbereich ausprobieren, nicht nur das extrem niederohmige, sondern ich will auch nochmal gucken, ob die eventuell im Hochvoltbereich genauso viel Spaß machen. Da sind zwar die Daten ein bisschen anders, aber auch da habe ich extrem hohe Wattzahlen und meine Wendel fängt sehr schnell an zu glühen. Auch das werde ich einfach noch mal ausprobieren. Ich glaube, da wird man keinen allzu großen Unterschied feststellen, aber man hat, dass man die Akkus ein bisschen, also die Hardware ein bisschen mehr schont. Ich habe hier übrigens bereits schwarze Flecken am Pol und an der Batterie, das geht noch einigermaßen, die hatte ich gerade sauber gemacht, aber so wie ich das auch bei der Golden Greek Stealth und bei der GGTS gezeigt habe, ist es tatsächlich so, niederohmig fordert einfach seinen Preis, wobei ich eigentlich dachte, dass das bei den Silberkontakten eher nicht passiert, weil die Übergänge dort ein bisschen anders sind. Ja, was soll ich sagen? Pinoy Style, richtig schöne Erweiterung meiner Dampfrange, macht mir richtig Spaß. Ich habe jetzt schon von einigen Pinoy-Fans gehört, dass sie im Endeffekt nur noch diesen Style mögen und die anderen Sachen keinen Spaß mehr machen. Ich dampfe auch zwischendurch noch meinen Itaka. Ich habe jetzt den Itaka-Klon, den Hercules von Vapor Freak da. Ich habe heute Vape Mails bekommen, 4 Stück. Da sind die Drip-Tipps von Vape Mods bei. Die sahen schon mal sehr gut aus. Die sind gerade im Reinigungsbad. Dann habe ich die Titan-Turbinen von Doc Dave bekommen. Die werde ich gleich mal schön mit Stahlseil wickeln und mal gucken, was das gute Stück raushaut. Soll ein extrem guter ESS-Verdampfer sein. Stahlseil gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so viel, wie er die angefangen hat zu bauen, aber da wird es keinen großen Unterschied machen. Ich nehme mal an, auch damit läuft sie sehr, sehr gut. Dann war noch der Bagua-Mod dabei, das ist der kleine 14500er, den werde ich dann demnächst zeigen. Dann habe ich noch den 14500er von Vapor Freak bekommen und noch einen ganzen Haufen Kleinteile. Das heißt, wenn ich dann irgendwie auch wieder ein bisschen mehr Kopf zum Drehen habe, werden eine ganze Menge Videos kommen. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja, das versprochene Klonvideo von den Sigelli Teleskop Mods, das kommt natürlich auch noch. Da hatte ich im Endeffekt noch auf etwas gewartet. Ich war mit den letzten Messungen, mit dem Voltdrop Messen, war ich immer nicht ganz so glücklich mit den ganzen Kabeln und das war ein bisschen umständlich. Deswegen habe ich mir jetzt einmal ein Zwischenstück besorgt für das Durchmessen des Voltdrops und da habe ich ein, zwei sehr nette Überraschung gehabt und werde eventuell die Sigelli Mods ein bisschen zusammenfassen in ein, zwei Videos zusammen und es wird von mir ein Video zum Thema Klonen geben. Da habe ich mir schon mal ein, zwei, drei Stichworte gemacht, denn das ist ein immer mehr aktuelleres Thema und werde mal einfach meine Meinung und auch meine Gefühle dazu geben, denn ich habe zum Beispiel auch das hier bestellt, das ist der Sigelli Kick.
Nun hat man irgendwie gesagt, der Sigelli Kick mit 15 Watt. Erstmal, dass hier Sigelli denselben Namen benutzt, finde ich nicht schön. Nämlich so, dass Leute, wenn sie sagen, ich benutze einen Kick, schon sagen müssen, ich benutze den Original-Kick von Ewolf. Oder dass die Leute sagen, ich benutze hier den Sigelli Kick. Das macht mich an einigen Stellen einfach nicht glücklich, weil Menschen, die viel Entwicklung gebracht haben, mehr oder weniger sich auch Namen einfallen lassen haben, dass das dann schlichtweg einfach so ramschmäßig auf den Markt geschmissen wird. Da hätte Sigelli sich gerne einen eigenen Namen ausdenken können, hätte den Verkauf auch nicht wirklich gemindert. Denn die Leute, die sich für einen Kick interessieren, haben ein bisschen mehr Ahnung und lassen sich jetzt nicht irgendwie von so einem Namen blenden. Was mich jetzt aber so ein bisschen geärgert hatte, war, dass mir Leute gesagt haben, ey, es kommt der Sigelli-Kick und der hat zwei Pole und der auf dem Bild, wieso steht denn da Kick drauf? Das ist der neue Kick, der von Ewolf kommt. Der scheint zwei Abgriffe zu haben. Wie auch immer, ich bin da ein bisschen verwirrt. Also selbst ich, wo ich eigentlich tagtäglich mich mit Saiten beschäftige, fange an, nicht mehr ganz zu begreifen, ist das jetzt das Original? Ist das irgendwas chinesisch zusammengeschustertes? Ist das ein Bild vom Original, was für den Klon da ist? Das geht in eine Richtung, die mir stellenweise nicht so richtig gefällt, wobei ich niemanden verurteilen werde oder auch nicht möchte, der sich Klone kauft, denn auch ich kaufe mir Klone, manchmal aus einem anderen Grund, manchmal einfach nur, weil mir das Original nicht gefiel und ich dann für wesentlich günstigeres Geld mir einfach dann zumindest den Klon angucken will, wobei das einfach nicht dasselbe ist wie das Original, da habe ich mir eventuell auch immer ein bisschen was vorgemacht. Will ich jetzt aber nicht vorgreifen, das wird dann auf jeden Fall kommen, das Video, und da bin ich auf eine rege Diskussion eventuell unter dem Video gespannt, vielleicht ein paar Daumen runter, vielleicht ein paar Daumen rauf, das wird sich dann zeigen. Werde jetzt auf jeden Fall nochmal kurz hier dran ziehen, es macht wirklich Spaß. Seid ihr gerade dabei, mit dem Dampfen, mit dem Rauchen aufzuhören? Ja, mein Kopf ist wirklich nicht richtig bei der Sache. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch wie immer viel, viel Glück und viel Erfolg dabei und an alle Dampfer. Gut Dampf. Man, mehr Keul. Pardon, was soll ich sagen, wir haben es 3.20 Uhr. Der leistet sehr gute Dienste, wenn man eine Mehrfachwicklung macht. Kommen wir mal zur Detailansicht. Ein drittes hier, das ist für den Single-Coil-Betriebzug und die 2 und die 3, wobei das sollten hier eigentlich 3 sein. Test, Test, Test. Ich jetzt nicht, ne? Thank you.